Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind and Magic. Und ja, wir befinden uns derzeit in einem bösen Wald und wir wollen gucken, was es hier hinten gibt. Also hier nicht, aber hier so, was das hier ist. Nächster Tag. Genau, was ich in der letzten Folge vergessen habe, ist nämlich Folgendes. Na gut, was heißt nicht vergessen, aber... Ich hab's einfach nicht gemacht, ja, weil wegen YOLO und so. So, und so. Nämlich Leute einkaufen. Was kostet das denn hier? Steht gar nicht da, was das kosten muss. Okay. Wir haben hier 32.000. Damit können wir uns jeden Schabbes leisten hier. Können wir richtig prassen mit dem Zeug. Oh, ein Wissen. Ich? Ich sage, das Wissen einheilig im Held. Plus eins. Okay. Gut, wenn es das bloß war. Okay, hier ist ekelhafte Matsche. Da können wir aber nicht lang. So. Was? Nein. Ah, immer diese Tastenkombis, ne? Da kommt man schon leicht durcheinander. Nämlich so. Ach, im Ernst. Nur einer. Mit 66 Leuten. Dafür mit relativ viel Angriffswertung eben, ne? Na, schau ich mal. Sehr gut. Ja, wir sprechen den immer mehr. Aber 8 ist mir ehrlich gesagt viel zu risky. Das 9, nee. Ich warte lieber mal noch. Bis ich den noch ein bisschen mehr runter habe. Nein! 21 Leute weg. Alter. So. Hat aber Gegenwehr, das ist schlecht. Dann ziehe ich den erstmal hier weg. Dass er noch einen Zug hat. Ja, kann sich verteidigen. Ne, ich möchte das ganz gerne aufsparen. Nämlich für den Endkampf. Truppen sammeln für den Endkampf. Jetzt ist nämlich alles taktischer Rückzug hier. Oh, als ob. Zack. Jetzt, Bitch. Hast du gefickt. Jawohl. So muss das sein. Ja gut, ne? Truppen müssten wir eigentlich mehr, oh, meisterhafte Dunkelmagie. Befähigt den Helden. Schöne Dunkelmagie. Maximale Kraft. Meister des Schmerzes. Ermöglicht flächendeckende Wirken. Verdoppelt Wirkungskraft. Der Zauberer hält verbraucht nur die Hälfte gegen den Gegner. Fluch der Unterwelt. Ach komm, nehmen wir. Das nehme ich ein. Und die Ärzte nehme ich auch mit. Waren da auch noch Ärzte hier? Nee. Alright. Dann müssen wir... Ich gucke mal hier. Gibt es hier noch irgendwie was zu sehen? Was Interessantes. Ja, hier ein paar Erze. Zack, nächster Tag. Welche Woche haben wir? Die Woche des Schwans. Keine besonderen Auswirkungen. Alles klar. So, haben wir noch ein paar Erze. Aber die nützen uns eigentlich so ziemlich gar nichts. Hm. Das hier. Plus eins Glück. Geil. Gehen wir hier hoch. Ich will mal wissen, was hier oben ist. Speer neutral. Hauen wir den weg, den Jungen. So einfach ist das. Boah, lol, ein Fernkämpfer. Wie gemein. Zack.
Wir gehen mal so ein ganz kleines bisschen vor damit. Das ist ein ganz kleines bisschen. Zack. Boah, verdammt, der geht ja voll auf meine... meine Leute drauf. Alles klar, Taktikänderung. Gern Gedanke. Rein. Ja? Einfach weg, den Jungen. Boah, Junge. Hast du nicht gemacht. So. Hier nochmal. Zack. Und ehe der nochmal drankommt, ja, war's das. Ah, nach Gegen wäre das schlecht. Das war's. Stirb. Ja, man sieht, es sind schon fiese Gegner dabei. Ab und zu. So. Hier noch irgendwie. Ja, da unten ist einfach nur ein Bauernhof. Hier oben kann man nicht lang. Und bevor ich es wieder vergesse oder nicht mache, zack, zack, nice. So, jetzt haben wir 109 Leute hier. Das ist echt krass. Nächster Tag. Next. Hauen wir den hier als erstes weg. Wir gehen mal hier hin. Dem hier auch. Perfekt. Ach komm, als ob ihr irgendwie Chance hättet. So. Perfekt. Der hier schon mal so gut wie weg. Das heißt, dass ich mal auf den hier gehe. Nee, der verteidigt erstmal. 8. Ja, auch. So. Bam. Na, ja, das ist scheiße. Also wieder. Na, das ist. Ja. Ach, wie süß. Ein Schadenspunkt. Komm, hau den um. Jetzt ist der nämlich dran. Deswegen hau ich den mal weg. So ein bisschen. Oh, 6 Leute weg. So. Zack. Hat Gegenwehr. Pass auf, da ziehe ich mich mal ganz kurz zurück. Der hier geht auf Verteidigen. Sodass ich dann mit meinem Helden den wegsnacken kann. So ein bisschen. Genauso auch mit der Balliste. Sodass, wenn er jetzt angreift, er weniger Schaden macht. You know, you know. Und ich dann trotzdem. Ja, ich hab noch Gegenwehr. Und das war's jetzt mit dir, Bitch. So. Easy. Erfahrung nehme ich. Segnung. Der Ritter erwirbt die besondere Fähigkeit zu zeitweilig Moralinitiative, Angriff und Verteidigung seiner Truppen zu erheben. Das ist geil. Geübter Angriff. Ja, machen wir Segnung. Ich glaube, das ist im Kampf ziemlich geil. Kommt mit. Los.
Irgendwo waren wir schon. Deswegen gehe ich nochmal hier hin. Next day. Kommt mit. Genauso auch hier. So. Mitkommen. Und jetzt würde ich nämlich ganz gerne mal Richtung Burg wieder zu unserer Burg zurückreiten. Dann noch schnell die Bogenschützen mitholen. Ja, okay. So. Damit wir nämlich ganz pünktlich zu Wochenbeginn unsere Leute dort wegholen können. Weil angreifen tut das Ding ja eh keiner und was soll das? Hier. Wird zwar ein bisschen längerer Weg jetzt. Aber na gut. Das Woche der Juwelen. Doppelter Ertrag aus Kristalltavernen und Edelsteinen. Ja. Kann man reingesehen. Was ist das hier? Stecke die Vermehrung auf Boden gesamten Herrschaft. Ja, komm, was soll's. Wir gehen hier rum. Wir gehen einfach mal darum. Hier rum, herum. Hier rum, darum. Löffelstiel. Wenn die nicht sterben, dann sterben nicht viel. Was? Keine Ahnung. Weg mit dir. Um besondere Fähigkeiten in den Händen kannst du nutzen. Klick schaltweise Zauber wirken. Das können wir mal machen. Zauber wirken. Kann ich hier nicht auf. Segnen haben wir hier? Was haben wir denn noch? Haben wir nur Segnung? Auf Zauber. Ach, aller Truppen. Das ist ja geil. Die verteidige ich erstmal. Genauso wie er. Boah. Sau. Geil. So muss das sein. Alles klar. Nächster Tag. Reiten wir. Ui. Reiten wir los. Bogenschützen. Diese Ehrfurcht vor meiner Armee, das ist doch dämlich. Warum schließt ihr euch nicht uns an? Ja, ist okay. Komm, vorwärts. Hau die Idioten weg. Bam. Au. Komm, her hier. Ah, nicht ganz das richtige Ziel. Aber na gut. Mach der hier schon mal weg. Und ich kill mal den hier. Ist der auch schon mal weg? Oh, du Sau einfach. Bevor meine Krieger da sind, ist das hier eigentlich alles schon gegessen. So, Segnung. Zack. Was, Bitch? Sehr geil. Sehr, sehr geiler Dorsch. So. Warte, können wir... LOL, wir hätten einfach von hier oben hier durchgehen können. Na gut, da hätten wir den nicht mitkriegen können. Na gut, okay.
Alles klar. Nehmen wir mit. Ah. Da gab es also doch was. In der ersten Folge habe ich das voll nicht mitgekriegt, dass man da auch Dinge tun konnte. Bam. Nice. 36 Leute mitgenommen. Hier kann ich eigentlich auch nochmal einkaufen. Genauso auch hier. Ich grase hier nochmal eben schnell alles ab, ne? 66 Leute. Das ist übel. So. Na, 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 na. The Forest. So. Ja, doch. Pass auf, wir gehen jetzt nochmal. Geht das in 3 Tagen? War doch hier irgendwo. Hier. 3 Tage bis hin, 3 Tage zurück. Ich denke, das geht klar. Das kann man machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Ich weiß, das ist ein ziemlich dummer Umbogen, den wir hier laufen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, glaube ich. Und das war eigentlich dumm. Ich hätte auf die... Lol. Einfache Zauberei geübt. Beschleunigt die Zauberei des Helden im Kampf. Der Zeitraum der Helden gewirkten Zauber wieder in der Reihe kommt. Immer um 10%. Naja. Fähigkeit des Ritters, die Anzahl aufgewendete Anzahl menschlicher Truppen, erhöhte Stufen. Ja doch. Wer hat 100 Bogenschützen an? Aschenwald. So, jetzt wieder zurück. Was eigentlich auch ziemlich doof ist, weil dann hätten wir hier nochmal... Komm, wir haben doch eh genug Zeit einfach. Soll der Geiz. Jo. Gehen wir hier nochmal rein. Woche der Hoffnung. Im Kampf erhöht sich die Moral und Glück aller Kreaturen um 1. Das ist so schön. Kaufen! Den und den! Das ist übel. So, halten wir noch 3 Tage zurück. Und dann reiten wir einfach straight nochmal hoch. Und erobern einfach mal die Burg. Ja? Halt, machen wir einfach mal. Soll ich jetzt so ganz dreist? Da hauen wir die einfach weg. Achso, und ja, bevor sich wieder beschwert wird, dass... du hast hier übelst viele Ränder und so bei deinem Video. Das liegt daran. Ja, das kaufe ich mal noch mit. Ja, das liegt daran, dass das ein sehr, 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 sehr altes Spiel ist. Und es lässt sich einfach nicht auf den gesamten Bildschirm strecken. Das geht nicht. Zumindest weiß ich nicht wie. Es geht nicht. Zumindest kriege ich es nicht hin. Ach, ich weiß es da auch nicht. Ja. Gut. So. Und ihr merkt jetzt wahrscheinlich auch, meine Stimme ist ein bisschen leiser. Ich habe mich selbst ein bisschen leiser gestellt. Weil ich nämlich bemerkt habe, dass das nicht so geil ist. Wenn ich so laut rede. Was ist denn hier jetzt noch eigentlich hier oben, ne? Komm ich hier nochmal hin? Neue Woche und so. Ja, auf dem Weg, nehmen wir mit. Gibt's hier oben nicht noch? Ne, okay. Nehmen wir auch nochmal mit. Alter. Die größte Mega-Schlachtarmee ever.
Die Bauern habe ich jetzt absichtlich mal nicht mitgenommen. Da kann man noch. Ach Gott. Gut, dann nehmen wir eben noch die Bauern mit, wenn wir eh wieder zurück müssen. Müssen. Nächste Woche. Geil. Einfach geil. Zack, nächste Woche. Sommer. Woche der tödlichen Gelassenheit. Ja, passiert nichts. Wie immer. Okay. So. Morgen sind wir da. Helfen wir mal hier den armen Tropfen. Zack. Alter. Nein. Komm hier, 5. Weg. Mal sehen, wie viel Schaden jetzt unser Bogenschütze. Einfach mal einen Schuss. Weg. Easy. Fertig. Ohne Witz. Anschließend. Kommt mit, Leute. Genauso wie ihr auch. Jawoll. Was haben wir denn hier? Es gibt Artefakte, die ein Verteidigungswerk eures erhöhen. Wert beeinflusst. Das wird einem immer 5-mal erklärt. Okay. Schuh, töten wir mal dich. Zack. Ehe die hier sind. Ja, komm. Oha. Wir sind schon nicht schlecht im Rennen, du, meine Fresse. Sehr, sehr gut. So, die werden auch nochmal ein bisschen gekillt. Das ist einfach. Die Bogenschützen sind einfach OP. Was? Nein. Das sind einfach OP. Warum habe ich denn jetzt wieder gekillt? Kampfhaltung oder was? Schneller Kampf. Oh, okay. Gerechte Strafe. Dritter, wird unsere Kampffähigkeit ausgehen. Dauer des Kampfes zu schützen, indem er jedem Schaden zufügt. Der ist geschützt. Ah, interessant, aber. Ne. Ja. Na. Steigert die Moral, komm, was soll's. Höchste erlaubte Erfahrungsstufe erreicht. Ja, nice. Eiskristallschild. Verteidigung des Helden plus 52% in den verrohenden Zaubern. Geil. Jetzt hier irgendwie neben Leute einsammeln oder so. Ja, wir haben eigentlich schon alles. Brauche ich jetzt nicht irgendwie großartig, ne, Dinge tun. Also das nehme ich noch ein. Die kommen mal mit. Die werden mal eine andere Art von Artefakt erhält, begegnen kann, ändert Angriffswert. Ach, das ist doch nicht ein Ernst. Komm, verschwindet. Schwert der Macht. Angriff des Helden plus 2. Der ist geil. Komm, Zombies. Bitte in einem Stück. Jawollo. Jawollo. So, das ist doch so gut einfach. Ich könnte jetzt zwar Segnung machen, aber. Muss ich jetzt nicht unbedingt. Nope. Wen machen wir platt? Den hier machen wir platt. Zack. Ich find's einfach nur so gut. Einfach nur so schön. Aber so, ja, komm.
Komm, den machen wir jetzt auch mal platt. Zack. Einfach OP, der Junge. Das ist so gut. Deswegen finde ich Bogenschützen in solchen Spielen eigentlich relativ OP. Ja. Brauchst einfach nur 150.000 Stück davon zu machen und Erzgrube erobert. Punkt. Geil. Und du bist einfach OP, ne? Mega gut. Deswegen werde ich das so wahrscheinlich auch in Blackguards machen. Ich werde dann einfach einfach einen Bogenschützen skillen. Ich weiß, so viel kann ich eigentlich schon spoilern, als zweiten Charakter kriegen wir einen Zwergkrieger. Also, kann man eigentlich schon so machen. Moin! Na? Boah, greifen. Wie hart. Nimm mit, Junge. Genau da drüben auch. Einfach mal greifen gekriegt. Nächster Tag. Komm mit. Haben wir schon in der Burg? Haben wir das schon eingekauft? So. Können wir nochmal nächste Woche starten? Woche der Alchemie. Doppelter Ertrag aus Schwefelgruben und hau mich tot. Komm, da kann man auch nochmal hingehen. Hätte ich eigentlich letzten Tag machen können, aber was soll das? Dann können wir nämlich auch nochmal. Falls wir es verkacken, aber ich glaube, das eher weniger. Ja. Können wir dann nämlich nochmal zurückgreifen. So, jetzt Kreaturen. Mauern einfach ignorieren können. Deswegen kommst du mal hier vor. Du kommst auch mal hier vor. Und du. Die stelle ich dahin. Die stelle ich dahin. Fertig. Wenn die Stadt angreift, Mauer umgeben sind. Wenn ihr eine Stadt angreift, die einer Mauer. Die von einer Mauer umgeben ist, können eure nicht fliehenden Truppen. Verteidiger erst angreifen, wenn es gerade wurde. Achso, alles klar. Nicht fliegenden Truppen, alles klar. Gut, 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 gut. Gut. Bogenschützen sind hier, okay. Gehen wir zuerst auf Bogenschützen, weil die für mich ziemlich bitter sind. Oh, noch ein Stück gleich. Rein. Ohne irgendwie gucken auf Verluste. Einfach bam. Rein. So sieht das aus. Greife sind aber erstmal ja, 74, ist auch nicht schlecht. Okay. Der hier wird erstmal erledigt. Zack. Wir können nicht rein. Fatal. Dann hau du erstmal ab, ganz kurz. Bam, jawollo. So ist das geil. Jo, komm hier. Hol den mal weg. Ja, geil. Die Kamera ist Weltklasse. Jo, mach das Tor auf, du Trottel. Dankeschön. Boah, wie doof bist du denn? Komm, zack, weg mit dir. Geil, hätten wir das gar nicht bringen brauchen. Komm. So, hauen wir nochmal eine Segnung raus. Zack. Jetzt haut die Liste noch einmal zu. Ja, komm, was soll's. Weg damit. Fertig, easy. Richtig geil.
Sehr gut. Das müsste reichen. Es wird Zeit, diese Truppen zu Nikolai zu bringen. Wir werden eilen, als sei uns Crackhead persönlich auf den Fersen. Sehr, sehr gut. Mission erfüllt. Geil. Und die... Okay, wir nehmen 15 Bogenschützen am Anfang. Die von Dämonenfürsten angeführt wird. Sie plündern das Imperium und lassen Ruinen zurück. Für Isabelle ist jetzt an der Zeit, größten Bewährungspunkte vom feindlichen Helden zu bekämpfen und zu besiegen. Um die Stadt von Eschen zu sichern. Okay, wir haben jetzt einen Helden in der Gegend. Späher haben eine Vorhut der Dämonen in der Nachbarschaft entdeckt. Ich hoffe, die Truppen sind bereit. Sie werden bald gegen unsere dämonischen Feinde kämpfen. Woche Flamingo habe ich jetzt gerade nicht. Okay. Okay. Aber wie wir diesen wunderschönen Dämonen, ne, richtig schön in den Arsch treten, das erfahren wir, liebe Kinder, in der nächsten Folge. Ciao, Kakao.